Ein herzliches Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Seid willkommen und gegrüßt. Ich bin's, euer Nachti. Und wir machen heute mal etwas anderes als sonst immer hier so. Ein Splatfest Deluxe. Oder wie man das sogar nennen könnte. Würdest du eher, also Splatfest 3.0 könnte man sagen, mit den vielleicht etwas besseren Auswahlmöglichkeiten als wie Ketchup und Mayo oder was hatten wir letztens, Flug oder Unsichtbar? Gucken wir mal rein. Würdest du eher nie wieder in einen Spiegel schauen können oder nur kompletter Dunkelheit? Was, nur in kompletter Dunkelheit anziehen? Blind? Aber nur bei Klamotten. What the fuck, please? Okay, nur mal so nebenbei. Nie wieder in einen Spiegel schauen können und es in kompletter Dunkelheit anziehen, ist es nicht eigentlich, wenn man es so betrachtet, eigentlich Vampir sein? Oder er kann sich auch im Spiegel nicht angucken und in Dunkelheit muss er sich anziehen? Ich glaube schon Vampir. Ist die Antwort Vampir? Dann würde ich nehmen Vampir. Aber ich glaube eher, nie wieder in den Spiegel schauen können, ist mehr Cancer als wie ein kompletter Dunkelheit anziehen. Da ist nichts dabei, das macht man doch ab und zu, oder? So, weiß nicht, gefühlt jedes zweite Mal. Nehmen wir das mal, komm, please. Ja, please, die Mehrheit 67%, 33 nur. Bei anderen. Würdest du eher heute 100 Euro bekommen oder für die nächsten 200 Tage 1 Euro pro Tag? Die schnelle Nummer. Oder doch eine auf längerfristiger Zeit, wenn man sich spart, eigentlich 200 Euro. Man kann erwarten, please, es läuft einem ja nichts davon. Also, ich würde eher das mit den 200 Euro nehmen, oder? Auch hier klar die Mehrheit. Please, wie Mainstream bin ich denn? Würdest du eher von 20 Bienen an zufälligen Stellen gestochen werden? Niemals im Leben, nein. Dir 10-mal hart vor jedes Schienbein treten lassen. Ich nehme das mit dem Treten. Ich hasse Bienen, Wespen, Hornissen. Ja, liebe Birgit, auch Libellen. Ich bleibe bei den 10-mal in Schienbein als wie 20 Stiche von irgendwas. Please, niemals im Leben. Nein, 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 nein. Wir nehmen die Schienbein-Aktion, komm schon. Wie sie jeder nimmt. Oh mein Gott, please. Gekommen, das kann doch gar nicht mehr sein. Nächste Frage. Würdest du eher wie Dünger riechen, wie Urin riechen? What the fuck? Wer kommt auf solche Fragen? Ich nehme eher wie Dünger, please. Als ob ich wie Pipi riechen will. Obwohl. Was haben die Leute denn darunter geschrieben? Ich rieche nach beiden. Wie, weder noch als erster. Ich nehme den Dünger. Würdest du eher deinen Zeh anstoßen, dich an Papier schneiden? Papier schneiden ist, glaube ich, fast ekelhaft, aber wenn du da Desinfektionsmittel reinbekommst, ist es, glaube ich, lästiger, als wenn du den Zeh anstoßen würdest. Wir nehmen den Zeh. Wir gehen heute nur auf die Füße. Wahrscheinlich kann ich nach dem Video nicht mehr gehen, wenn ich zehnmal in den Schienbein getreten werde und dann noch einen Zehanschluss. Wir nehmen den Zeh. Wir nehmen den Zeh, komm. 53%, okay. Ich bin immer bei der Mehrheit, please. Was ist denn da los? Mainstream-Mar. Würdest du lieber? Ich lese schon Ellbogen, please. Ellbogen haben was? Ellbogen haben, die andersherum angebracht sind? Knie haben, die andersherum gemacht sind? Ich könnte jetzt wieder sagen, wir gehen nur auf die Beine. Aber andersrum, da kann ich ja nicht richtig gehen. Da komme ich ja nirgendwo hin. Ellbogen andersrum, dann kann ich halt die Hände nach außen wegfahren. Aber ich könnte sie trotzdem so gerade lassen, damit ich irgendwie Konsolen spielen kann. Also ich glaube, fürs Gaming wäre beides eigentlich egal. Aber Knie nach hinten. Die Ellbogen, wir nehmen die komischen Ellbogen, oder? Wieder, please. Oh mein Gott. Mein erstes Splatfest-Thema Nummer Uno. Komm. Würdest du lieber unbesiegbar sein oder unsichtbar? Da ich ja schon unbesiegbar bin. Gleich mal in den Graben runter oder wie im Film. Yeah. Also, das kann mir ja keiner nehmen. Das bin ich ja schon grundsätzlich. Könnte man sich eigentlich als zweite Fähigkeit eigentlich das Unsichtbar dazu nehmen?
dann würde ich das unsichtbar noch dazu nehmen. Dann bin ich ja ultimativ, please. Wie es mehr Spanner gibt auf der Welt. Guckt euch das mal an, please. 57% sagen gleich, unbesiegbar, please. Dann nehme ich lieber die Unsichtbarkeit auch noch dazu und kann rumspannen, ohne dass mich jemand erwischt. Mit dem Harry Potter, mit dem Harry Potter Tüchlein über dem Kopf. Natürlich, ja. Unsichtbar. Würdest du eher nie mehr Nahrung zu sich nehmen müssen und nicht mehr auf Toilette gehen? Nie mehr atmen und nie mehr schlafen müssen? Also, das ist eigentlich die beste Frage der Welt. Also nie mehr essen, nie mehr auf Toilette gehen. Das ist ja kein Umstand, nicht? Das macht man ja beides mit Freuden ausgiebig und häufiger als jeder normale Mensch. Und dann nie mehr atmen, nie mehr schlafen. Nie mehr atmen hätte ja auch den Vorteil, dass man unter Wasser auch einfach rumgurken kann, ohne dass jemand, also dass jemand Einwand hat, ja genau, dass man irgendwie, weiß nicht, die Luft ausgehen könnte. Und nie mehr schlafen ist ja auch praktisch, please. Ich bin ja nicht der Schläfer mit meinen 4 bis 5 Stunden pro Tag. Bin ich eigentlich hier, eigentlich fühle ich mich relativ wohl. Atmen. Diese Luft. Elektrosmog Deluxe. Ich nehm das ohne Schlafen. Komm, da bin ich jetzt drunter, oder? Bäh. Wie alle verfressen sind. Nehme das. Next. Würdest du, oh mein Gott, schon wieder, please, unsichtbar sein, aber immer nur 10 Sekunden lang fliegen können, aber nur noch einen halben Meter hoch? Steht hier irgendwo Splatfest? Letztes Splatoon Splatfest. Nur mit verschärften Versionen. 10 Sekunden lang oder einen halben Meter. 10 Sekunden ist eigentlich nicht. Naja, könnte lange sein. Für einen Banküberfall ist es zu wenig. Und einen halben Meter hoch fliegen? Ich glaube, da würde. 10 Sekunden ist zu, das ist zu knapp, please. Kann ich mal kurz wo vielleicht eine Brust erhaschen, aber das ist auch schon alles. Ich würde eher da. Ich glaube, das ist eher cool, wenn ich sage, wenn man so. Ich kann nicht höher fliegen. Ich kann nur den halben Meter über dem Boden fliegen. Ich glaube, wir nehmen eher das. Wir nehmen eher das. Ich glaube, das ist besser. Unsichtbar. Als ob jeder da unsichtbar sein will. Komm. Der halbe Meter ist, glaube ich, viel besser. Würdest du lieber einen Tag. Was? Eines Tages Gott begegnen? Einmal Satan. Ich weiß es nicht. So. Würdest du eher dehnbare Beine haben oder dehnbare Arme? Was, dehnbare Beine. Warum? Wenn die nur dehnbar sind, nutzen mir die ja beim Gehen nichts eigentlich, oder? Also beim Gehen nicht wirklich. Joggen, schwimmen, keine Ahnung. Außer, dass ich die Beine irgendwo liegen habe. Ich glaube, die dehnbaren Arme wären eigentlich geil. Also Gum-Gum-Pistole. Ruffy! Würdest du eher Hände und Füße mit Nagel und Hammer durchbohrt bekommen? 40 Tage ohne Essen in der Wüste gehen. Da ich bei eher, wie 14 Tage ohne Essen, wahrscheinlich ich eher überleben würde, als wie ohne Hände und Füße mit Nagel durch Hammer durchbohren. Ich glaube, das ist nicht so prickelnd. Ich glaube, das ist nicht spontan so prickelnd. Kann es noch etwas Schlimmeres geben als die Kreuzigung? Man kann auch erdolcht werden. Wer das Leben des Brian kennt, please, wir nehmen erdolcht. Da ich glaube, ich mit meiner Statur relativ gut die 40 Tage überleben könnte, ich würde glaube ich dann noch so eine Ehrenrunde für nochmal 20 Tagen dazu machen, ja. So ungefähr. Und dann mit trotzdem noch leichtem über Cancer rauskommen. Ich glaube, ich nehme eher die 40 Tage ohne Essen in der Wüste. Naja, in der Wüste ist, ja, Wüste. Das ist mit dem Durchbohren doch eher scheußliche. Zur Tür hinaus, jeder nur ein Kreuz. Nein, wir nehmen die zur Tür hinaus einmal durch die Wüste. Wir nehmen die Wüstenrunde. Wir drehen die Ehrenrunde in der Wüste. Jeder geht in die Wüste, komm schon. Kann man sich ja immerhin noch was. Ohne Essen, please. Da fange ich mal einen Skorpion oder so. Eindeutig. Irgendwas ist da immer. Oder? Nimm die Wüste, Wüste, Wüste. Würdest du lieber einen Freund töten und dafür selber länger leben?
Sind es dann wahre echte Freunde oder falsche Fake-Freunde? Selbst sterben, damit ein Freund länger leben kann. Also genau, ich könnte jetzt hier die Opferrolle oder die Täterrolle, da ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben bin. Würde ich dies einem Freund schenken? So, wir sind mal zufrieden. 68%. Die anderen 32% unterstützen wir doppelt so gut. Das heißt, ich könnte mir trotzdem vielleicht auf die andere Seite noch stellen, weil wir ja eh nicht 50-50 hier haben. Schlimm. Würdest du lieber dein Bein brechen, deinen Arm brechen? Da das schon hier so steht, muss ich dasselbe machen? Arm brechen oder Bein? Ich finde beides keins. Ich hatte beides schon mal. Also von dem her, Bein brechen, ans Bett gefesselt sein oder Arm brechen und immer wieder leichten Cancer haben. Ich hatte beides schon mal. Kann ich das? Ich kann das eigentlich streichen. Dieses Thema lassen wir. Ich hatte beides schon mal. Sieht man die Narbe? Nein, sieht man nicht. Leider. Zum Glück. Nein, ich habe beides schon mal. Das kann man von mir aus abstreichen von der Liste. Ich nehme mal den Arm, obwohl wir beides schon mal hatten. Das kann man lassen. Weg damit. Würdest du lieber blaue Haut haben oder rote Haut? Schlumpf oder Indianer? Ich glaube, wir würden uns eher gegen Gargamel als wie eh damals gegen die ganzen Einwanderer. Wir nehmen Gargamel lieber. Gargamel als Endschurke. Oh, ich hasse Schlümpfe. Wir nehmen Gargamel. Ich nehme Gargamel. Die blaue Haut. Wir nehmen ein bisschen Schlumpf. Jeder will blau sein. Einmal nur blau sein. Hey! Würdest du ja für den Rest deines Lebens nur noch Dramas sehen? Für den Rest deines Lebens nur noch Komödie. Please, das geht doch weiter wie immer. Komödie natürlich, please. Dramen. Ich würde nur noch gerne Drama sehen. Ich bin Shakespeare-Schauspieler, Darling. Wir nehmen natürlich die Komödien, Baby. Ja, please. Jeder, der was anderes nimmt. Komödie natürlich, please. Also genauso weiter wie bisher. Nur noch Komödien. Würdest du ja ein Pirat sein? Meerjungfrau, Mann und Blaubart. Da brauche ich nicht überlegen. Piraten, please. Pirates of the Caribbean. Würdest du eher das Bein von einem Fremden lecken, den Finger von einem Fremden? Ich nehme das Bein. Wo genau beginnt denn das Bein des Fremden? Und wo war das Bein vorher? Der Finger, glaube ich, noch eher wen, oder? Aber wenn das Bein recht haarig ist, also wenn das sehr viele Haare hat, steht da wenigstens das Bein einer Fremden? Kann man da ein R draus machen? Photoshop bitte aktivieren, wir ein R draus machen? Ich nehme das Bein einer Fremden. Dein Finger. Weil wenn der vorher sagt, Finger im Po Mexiko, das ist auch ein Problem. Ich könnte kotzen. Bein oder Finger? Mit dem Finger kann ich überall hinlatschen. Das Bein ist ja eigentlich grundsätzlich von der Hose bedeckt. Oder vom Schottenrock, der bis zu die Zehen geht. Aber grundsätzlich ist das Bein bedeckt und glaube ich wird so eher. Nehmen wir das Haar. Wenn ich nicht gegen den Strich lecken muss, also gegen den Haarwuchsstrich, nehme ich das Bein. Oder ich nehme das Bein. Ja, please, wer wird denn am Finger lecken? Wir nehmen das Bein. Oder auch dich.